Und da kommt man bei fucking Stephen Hawking raus. Alle hassen ihn, aber er hat trotzdem seinen Sinn im Spiel. The dog. Den muss man nämlich dreimal finden und dann kann man an diesen Dingern hier ins sogenannte Abyss gehen. Wenn man dem Abyss Covenant angehört. Das ist nervig, kostet immer ein Effigy, macht keinen Spaß. Und ja, irgendwie finde ich es sinnfrei, dass man das in dem Spiel hat. Aber man kann es machen. Und man kann dann am Ende noch einen Zusatzboss bekämpfen. Den großen und mächtigen Dark Lurker. Der als Melee sehr schwierig ist und als Mage so ziemlich der einfachste Boss. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde, weil das macht absolut keinen Spaß, die Abyss-Dinger da zu machen. Deswegen halte ich mir das erstmal noch offen. Ist das nicht der Eingang? Hier ist der Eingang. So, hier in der Ecke. Ist man eigentlich gegen Curse geschützt. Shit. Hättest mich aber fast erwischt hier. Noch ein Pharos Lockstone. Was zur Hölle? Jetzt sind wir bei 10, oder? 9. Ich kann nicht mal zählen. Ist ja auch ganz schön schwierig. Da unten ist der große, mächtige Skorpionmann. Ah, shit. Noch ein Jump. Jump. Ah, oh, fucking Steuerung. Jump Attacks klappen nie, wenn man sie braucht. Aber hey. Man muss die auf Schlagen plus Laufen gleichzeitig packen. Und ich wette, das Zeitfenster, um einen Jump Attack zu machen, ist bei 60 FPS auch nur halb so groß. Weil sonst wäre es ja alles viel zu einfach. Der hätte bestimmt was gedroppt, was ich brauche. Dark Scythe. Kann man rüberspringen? Ja. Ist eigentlich auch schon Wunder, dass man in dem Spiel mal über was rüberspringen kann. Der Typ ist nicht böse. Aber mit dem können wir nicht reden. Und um mit dem zu reden, braucht man den Ring, den man von der Katze kaufen kann. Hatte ich vermutlich vor 200 Videos oder so mal gezeigt. Da gibt es so einen Ring of Whispers. Und da steht dann, man kann die Stimmen von Feinden hören oder sowas. Und dann kann man mit denen quatschen. Und wenn man das gemacht hat, kann man ihn für den Bosskampf in dem Gebiet beschwören. Und wenn man den Boss mit ihm zusammen macht, dann kann man sich danach bei ihm noch einen Fragrant Branch of Yore abholen. Den Typen hier muss man nicht killen. Man kommt über den Weg hier an eine der besten Waffen im Spiel. Aber man muss es nicht so machen. Man kann auch ganz anders rankommen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich machen. Und das ist, glaube ich, auch das Letzte, was ich in dem Gebiet jetzt sammeln kann. Auf den Scheiß hier von dem Skorpionmann verzichte ich einfach mal. Das ist es mir jetzt nicht wert, dafür einmal nach Majula zu porten, hier alles nochmal neu zu killen. Nur damit ich einen Fragrant Branch kriege. Man muss es andererseits machen, wenn man die alle Achievements haben will, weil der einem eine Geste beibringt. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ich wollte das Item holen. Die Waffe. Und zwar muss man hier gucken, wo man rauskommt. Bei dem Typen. Das ist, glaube ich, da drüben. Und dann muss man einfach da auf die Brücke springen. Kann man auch hier direkt drüben irgendwo. Ich glaube, man kann auf der anderen Seite reinspringen oder so. Aber ich springe einfach hier auf die Brücke. Haben wir das geskippt? Gibt es hier oben was? Wow, ein Basilisk. Twilight Herb. Okay, das ist nicht die Waffe, die ich wollte. Weil Twilight Herb ist ja ein Kraut. Dann muss ich hier rüberspringen, glaube ich. Majestätisch, wie immer, habe ich das geklärt. Und dann sollten wir hier die Black Knight Halberd kriegen. Und das Ding ist einfach nur extrem strong, wenn man Decks spielt. Ich weiß gar nicht, kann man die mit Stärke auch spielen? Was ist denn das Ding da? Und man braucht 26 Decks, 17 Stärke, das skaliert gut mit Decks. Das macht an sich schon arsch viel Schaden, wie man sieht. 303 ohne Upgrades, wenn man den Feuerschaden mit einkalkuliert. Hat einen guten Poise Damage.
ja, macht Feuerschaden. Und hat ein absolut starkes Moveset. Und eigentlich sieht es nicht aus wie eine Halberd, das sieht aus wie eine Glaive. Aber der Schlag ist gut, das ist gut. Und was am besten ist, ist, man hat mit dem Ding tatsächlich auch den Propeller. Der beste Angriff im Spiel, Propeller. Man kann das Ding... Können wir mal zeigen. Ich glaube, ich habe es noch nie gezeigt, wir nehmen mal ein Schild. Man kann mit diesem Ding angreifen, wenn man blockt. Das ist, glaube ich, die einzige Halberd, die das kann. Und die hat ansonsten auch für Einhand ein relativ gutes Moveset. Wenn man das damit kombiniert, dass das Teil auch noch arsch viel Schaden macht, dann hat man damit ein Upgrade zum Heidespear. Wenn man auf Decks spielt. Das waren die beiden Waffen, die ich beim ersten Mal durchspielen benutzt habe. Heidespear und Black Knight Halberd. Je nachdem, was man halt gerade für Gegner hat, muss man dann gucken, dass man switcht. Weil manche Gegner treffen sich mit einem Speer besser, manche mit der Halberd. Und vor allem, wenn man sowas hat wie den Smelter Demon, dann überlegt man ein bisschen und sagt sich, hey, der Spast ist in einer fucking Schmiede. Er heißt Schmelzdämon. Und er hat Feuer an seinem Bauch. Gegen den benutze ich vielleicht mal nicht die Black Knight Halberd, weil die macht ja Feuerschaden. Da benutze ich dann lieber den Heide Knight Spear. Auch wenn ich nicht weiß, ob Blitzschaden gegen den Schmelter gut ist. Aber so muss man halt ein bisschen gucken. Auf jeden Fall sind das zwei Waffen, die man ganz gut zusammen spielen kann. Womit man dann auch eigentlich kein Problem mehr mit dem Rest vom Spiel haben sollte. Und ob wir jetzt Probleme mit dem Boss haben werden, das wird sich zeigen. Hier könnte man normalerweise jetzt den Skorpion-Typen beschwören. Ich muss was ganz anderes machen. Ich muss nämlich hier Repair Powdern. Und dann benutzen wir mal Gold Pine Resin, haben wir ja extra gekauft. Und zwar kämpfen wir gegen das Ding da, die Olle. Die schmeißt mit Soul Spears. Ja, schmeiß ruhig noch einen. Und jetzt kommt sie raus. Und oh mein Gott, hier ist ein Skorpion. Skorpioness. Kann man auch baiten. Hat man hinten gesehen, auf einem Baum lag ein Item. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Ja, man kann sie baiten, dass sie den Baum kaputt macht. Ich habe aber keine Ahnung, was man dafür kriegt und ob sich das lohnt. Aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Ist auch, wie man sieht, nicht gerade ein schwerer Boss. Also die ist wirklich einfach. Irgendwie die meisten Angriffe von ihr gehen auch einfach über einen rüber. So, das ist tot. Also, ja, man könnte sagen, das ist schon so Competition für einfachster Boss im Spiel. Man kann zwar sterben, vor allem am Anfang, weil die Soul Spears extrem viel Schaden machen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel noch da den Skorpion-Fuzzi beschwört, dann, ja, braucht man gar nicht drüber nachdenken. Der macht das, glaube ich, alleine. Obwohl es seine Frau ist, der prügelt die dann einfach tot. Ja, und dafür, dass er sich dann totprügelt, kriegt man dann von ihm sogar noch eine Belohnung. Hier sind wir im Doors of Pharos. Und wenn ich jetzt mit logischem Verstand rangehe, will der mich tatsächlich angreifen. Der greift mich tatsächlich an. Vergessen wir, was ich gesagt habe, weil das ist eigentlich das Gebiet vom Rattencovenant. Ich dachte, die lassen einen in Ruhe, wenn man da drin ist. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Soll mir aber auch egal sein. Auf jeden Fall kann man in dem Gebiet hier halt den Rattencovenant spielen. Wow. Und Leute in seine Welt beschwören, denn müssen die gegen so ein Zeug hier kämpfen. Nein, das ist nicht Gavlan, das ist ein Gürm-Warrior. Aber Gavlan ist ja auch ein Gürm. Das ist das Mimic. Deswegen ignoriere ich den erstmal und hole mir das Bonfire. Ich habe es schon geschafft, gegen den Mimic zu sterben, obwohl ich den erkannt habe und auf ihn eingeprügelt habe. Manchmal bin ich sehr unfähig. So. Und der gibt mir Dark Leggings Black Scorpions Dinger. Jetzt bin ich aber neugierig, ob... Also, wenn man hier eine Invasion hat, dann ist die immer hier hinten. Dann will ich ja gerade mal gucken, ob man jetzt hier hinten
auch die Gegner angreifen kann. Oder ob die jetzt hier freundlich sind. Ach, der ist freundlich. Hi. Dann sind das nur vorne, die böse sind. Ja, man spawnt dann immer vor dem Typen hier. Da vorne auf der Plattform. Und dann wird man von dem angegriffen und von der Ratte hier. Und wenn derjenige sein Bonfire dann auf Maximalstufe hat, dann macht das böse Aua Aua. Hier kann man jetzt zum Beispiel sehen, da hat man ganz viele Pharos-Dinger. Und da könnte man jetzt für Leute, die man invadet, noch neue Sachen freimachen. Das hier öffnet zum Beispiel ein Drittel von der Tür. Wenn man jetzt in die beiden Pharos-Dinger auch noch eins reinmacht, dann hat man den Elefantentypen hier. Und kann den auch benutzen. Ansonsten will ich aber eigentlich nur die Kiste haben. Da ist, glaube ich, der Sentius Spear drin, den ich nicht benutze. Aber der ist eine relativ gute Waffe. Der hat nämlich auch eine interessante Mechanik. Man sieht da unten jetzt über dieser blauen 16 eine 500. Das ist die Haltbarkeit der Waffe. Und das Ding hat absolut viel Haltbarkeit. Das ist aber in dem Fall jetzt nicht gut. Weil wenn wir uns das Ding angucken, da ist vorne so ein Steinkopf dran. Und wenn man die Haltbarkeit auf 0 macht, dann geht der Steinkopf ab. Und dann hat man eine wesentlich bessere Waffe mit einem ganz anderen Moveset. Muss man erstmal drauf kommen. Aber es ist Tatsache so. Ja, und der Vorteil ist dann halt noch zu dem Moveset, was extrem stark ist. Das war hier gerade auch noch ein Pharos. Zu dem Moveset, was so stark ist, ist die Waffe denn unzerstörbar, weil die ist ja schon kaputt. Die hat dann permanent null Haltbarkeit, aber macht trotzdem maximalen Schaden. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Ah, okay. Gürm-Axt. Ich wollte eigentlich nur zurück zum Bonfire. Ein. Hä? Der Elefant guckt hier hin, dann muss ich von da gekommen sein. Ja. Weil manchmal bin ich schon krass orientierungslos. So, gehen wir jetzt mal nach Majula zurück. Dann werde ich mal gucken, ob ich hier irgendwas upgraden kann. Dann werde ich meine Level-Ups verteilen. Und dann werde ich probieren, ob man im Doors of Ferris auch als Ratten-Covenant-Typ den Boss angreifen kann. Hast du jetzt was Neues? Nee. Irgendwann kriegt die Titanite-Chunks in ihr Sortiment rein. Und wenn sie die hat, dann will ich welche kaufen. Fehlt noch ein Chunk. Hier fehlen mir noch drei Large Charts. Was ist mein Bogen? Da ist der Bogen. Upgraden wir den mal. Ich überlege, ob ich die letzte Hälfte vom Spiel einfach mal umskille auf Dex und vielleicht als Dex spiele. Das könnte man eigentlich machen. Ist das ein Char? Hier, na gut, gehen wir ihm halt. Hier halten wir die beiden Charts, die ich gefunden habe. Ich wollte jetzt mal das andere Ding noch bei dem Schmied abgeben. Die jetzt gleich beide genommen? Nee. So. Achso, das Ding auch noch verbrennen. Stimmt, bevor ich das wieder vergesse. Jetzt müssen wir ein plus 4 Shard haben. Nee, nicht Shard. Flask. Schon schwer hier, so mit Sprachen und so. Los Bastille. MacDuff. Dann kann ich ihm das Ding geben. Und dann kann ich, wenn ich mich richtig erinnere, bei ihm auch Large Titanite kaufen. Das heißt, ich kann davon welche kaufen und kann mein Greatsword einmal upgraden. Und dann sind wir alle glücklich. So, hier, nimm. Mal gucken, was kann man mit dem alles machen? Man kann reparieren, man kann reinforce, man kann einkaufen. Und der hat Waffen, die man, glaube ich, sonst auch nicht woanders kriegt. Der hat zum Beispiel das Uchi-Katana. Das ist ja die Waffe, die ich in Dark Souls 1 sehr gern gespielt habe. Uchi und die Sense. Er hat eine Great Axe, er hat ein Winged Spear. Scythe haben wir schon. Ein Winged Spear kann man, glaube ich, auch finden. Er hat ein Longbow. Das ist ein Upgrade zum normalen Bogen, wenn man nicht den Dragon Rider Bogen hat. Er hat Eisenpfeile. Ist auch ganz cool eigentlich. Der hat Large Titanites. Nehme ich mal drei mit. Hat ein Repair Powder. Nehme ich das auch mit. Nee, ich habe noch drei. Aber ich glaube, ich nehme davon mal 100 mit. Sind bei 3000 Seelen, das kann ich verkraften. Nehme mal das Uchi auch mit, falls ich doch mal Dex spiele. Ich könnte es eigentlich auch so benutzen, aber dann habe ich kein gutes Scaling.
Ach komm, wir kaufen es einfach mal, falls ich es irgendwann benutze. Die paar Seelen.